Moin Mädels, herzlich willkommen zum nächsten ACS-Vlog. Heute geht's mal wieder zur Dark Emergency. Und zwar eine ganz besondere Dark Emergency, die 10. Dieses Video wird präsentiert von Nimrod Tactical. Wir sind dieses Jahr als Aussteller mit dabei. Da wurde ja dieses Jahr so ein extra Zelt für so YouTuber, Influencer, Content Creator, wie man es nennen möchte, bereitgestellt und wo man sich dann kostenlos präsentieren darf. Und haben wir uns beworben, wurden genommen. Also haben wir kurzerhand einen Stand auf die Beine gestellt. Deswegen ist das Packen etwas krasser geworden. Und dazu kommt noch, dass ich jetzt die letzten Tage krank war. Ich hatte Fieber. Richtig übel, mich hat es richtig hingehauen und Flo ging es auch nicht sehr gut. Den hat wahrscheinlich das gleiche erwischt, bloß nicht ganz so übel. Und dementsprechend ist da einiges liegen geblieben. Dazu wollten wir an diesem Wochenende auch noch was Vernünftiges präsentieren. Ich zeige euch mal, wie der aktuelle Stand hier ist. Ich sag's euch, die ACS-Zentrale hat, glaube ich, noch nie so schlimm ausgesehen wie jetzt. Also, das ist ja wirklich geisteskrank, was wir alles gemacht haben, jetzt nur für dieses ein Event. Zieht euch das mal rein hier. Da liegt der ganze Scheiß rum. Da überall, hier liegt überall einfach nur Kacke rum. Die ganze Waffenwand ist zur Hälfte zerlegt. Man möchte echt meinen, hier wurde eingebrochen. Wir haben bis eben noch schnell was gelasert und gepackt, gemacht, getan. Da, unser lieber Herr Vermieter hat uns hier einen Espace geliehen, damit wir überhaupt ein bisschen Platz finden. Der, gut. Da gibt es nämlich zwei Knöpfe. Und wir hatten eben einmal schon außerdem die Klappe aufgemacht. Also die ganze Heckklappe anstatt nur die Scheibe. Das ist fatal. Das ist wirklich alles bis zur Oberkante gestapelt. Richtig schlimm. Die Tür dürfen wir gar nicht aufmachen. Es ist einfach alles voll. Randvoll. Hier ist nochmal so eine Stützstrebe, damit hier nichts nach vorne fliegt bei der Bremsung. Also so ganz regelkonform ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt. Hier sitzt dann der dritte. Sehr gemütlich, glaube ich. Ich sitze wie ein Spasti hier drin, wenn das politisch korrekt ist. Tut mir leid. Ja, aber Musik geht doch, oder nicht? Nein, wenn ich die Tür zumache, verdecke ich den Hochtöner und Bass gibt's hier drin nicht. Können wir jetzt weiter? Die Affe auf dem Schleifstein. Also ich kann mich nicht beschweren hier vorne. Nee, also ich finde das auch recht bequem. Man könnte quasi sogar die Beine oben aufs Matratzenbrett legen. Ja, toll, ja. Ich muss meinen Sack nach oben tapen. Guck dir das mal an hier. Auf der Rückfahrt sitze ich nicht hinten. Freunde, wir sind jetzt da, wir sind schon eine ganze Weile da, wir sind um 13:30 ungefähr angekommen, standen eine Dreiviertelstunde an, damit wir unsere Ausstellungs-Bändchen kriegen, ne? Dass wir hier auf den Platz dürfen und so. Wir sind nicht so wie Pinselkrieg, der sich einfach durchgemogelt hat und später das Bändchen geholt hat. Ja, und da ist unser Stand. Wir haben aufgebaut. Es muss nicht in einem übergehen, ne? Wir müssen jetzt erstmal pinkeln, wir haben alle Kopfschmerzen, dann gehen wir selber erstmal ein bisschen rum, weil richtig los geht's erst morgen. 7 oder so wollten die kommen, glaube ich, die Jungs von Airsoft-Zone. Die warten wir noch und trinken wir mit denen Bierchen weiter. Und wir müssen unser Zeltplatz auch aufbauen, verdammte Scheiße. Okay, da sehen wir uns als nächstes, glaube ich. Gut, bis später. Da ist Flo mit seiner blinkenden Eichel. Hä? Siehst du mich onanieren? Und da ist Bastis Zelt. Halt die Fresse! Und ja, mein Schlafgemach. Da ist die Laterne. Dann können wir pennen. Ne? Gut. Halt die Fresse. Schnauzen zu. Hallo. Das ist Freiheitsberaubung. Nein. Nee, das ist gay. Okay, gut. Also. Okay, gut. Bis morgen. Gute Nacht. So, moin. Wir waren schon fleißig. Wir waren duschen. Ich war ja, das hab ich doch schon gesagt. Um 17:30 war ich schon pissen, wie sich für einen alten Mann gehört. Obwohl, der alte Mann hätte eigentlich, der wollte ich gerade sagen, der hätte eigentlich um 3 Uhr nachts oder so auch schon gehen müssen. Auf jeden Fall gibt's jetzt Frühstück. Ein Stück Salami, Brot und Würfelkäse. Wieso hast du Käse? Gib mal Käse her. Ich hab den Käse gekauft. Ja, Entschuldigung bitte. Ja, du kriegst ja gleich was. Ne? Ja. Aber wir haben gut geschlafen eigentlich. Flo hat ein bisschen die Luft aus seiner Luftmatratze, Isomatte da verdrängt.
in eine bestimmte Richtung irgendwie. Ich muss das nächste Mal lüften hier. Alles feucht von innen. Junge, Junge. Bis später. Nachdem wir jetzt nach dem Frühstück nochmal ein Nickerchen gemacht haben, sind wir jetzt schön auf dem Weg zu unserem Stand und gucken mal, was da überhaupt Sache ist. Ich sehe nämlich wieder nach meinem Bett, um ehrlich zu sein. Was läuft denn heute überhaupt? Gar nichts, ne? Leute kommen. Warten auf die restlichen Leute. Marktplatz noch und ab morgen ist dann erst das Spiel, ne? Also eigentlich ab nachher dann nur Bier trinken noch, oder was? Kaputt. Hier ist eine Bullenhitze. Wir hocken jetzt schon wieder seit ein paar Stunden. Wir wurden schon beklaut. Da lag ein Teampatch von uns. Das wurde geklaut. An denjenigen, der es war. Schäm dich. Und dann mussten wir hier so schöne Aufkleber dranhängen, weil jeder Idiot immer drangegangen ist, hat sich die von der Wand genommen und irgendwie krumm und schief wieder hingehangen. Ansonsten läuft. Ein paar Patches sind auch schon dazugekommen und Pinsel hat ein richtig geiles neues Gerät gekriegt. Mit allen möglichen Stalker-Upgrades. Ne? Wir nehmen euch einfach überall mit hin und mal gucken, was Hannes dann so zusammenschneidet. Wird wahrscheinlich genauso durcheinander wie der letzte Vlogger von der DE. Wir müssen jetzt natürlich mal das schöne Stück hier, was der Stefan vom Skirmshop bekommen hat. Ne? Die, jetzt nochmal, Silverback Tag 41. Mit komplettem Stalker-Upgrade. Genau, sieht also man auch alles, ganz dezent. Mit TDC, allem Pipapo, also richtig schickes Teil. Und da bin ich mal gespannt, der war eben schon beim Kron. Ja. Und jetzt geht's mal zur Shooting Range. Ne? Absolut, das wird gut. Oh ja, das war die 50 Meter oder was, ne? Das sind die 50, ja. Man kann es halt eh nicht erkennen auf der Kamera, aber das Ding ist so, es schießt richtig gerade, ne? Der krass. Und hört auch wie leise. Genau. Mehr aus. Gar nichts, ne? Was hast du jetzt hier gewesen? 45er? 45er von Nimrod. Ja, beste Marke. Das steht vorne ein bisschen hoch, ne? Das war's. Das war leise. Einmal dürft ihr raten, was wir uns jetzt organisiert haben. Nee. Kaffee. Ja? Da, oh. Prost, ne? Prost. Prost. Zum Wohl. Ja. Ah, lecker. Mach einfach die Scheiße aus da jetzt. Moin Mädels, aus meiner Perspektive des ganzen DE-Wahnsinns. Bei mir ist das Ganze sicherlich nicht so interessant wie bei Julian, die ja den Stand gemacht haben, was ziemlich cool geworden ist, denke ich mal. Die sind auch schon alle auf der DE. Ich bin nämlich noch nicht auf der DE, weil mein Firmenwagen in der Werkstatt ist und der sollte heute eigentlich fertig werden. Ist es jetzt nicht geworden, deshalb muss ich mir jetzt einen Werkstattwagen holen, um zur DE zu kommen. Die Zeit konnte ich auf jeden Fall auch noch gut nutzen und habe jetzt gerade noch das M14 Tuning-Video fertiggestellt. Das schicke ich gerade jetzt auch noch einmal an unsere Patronen. Zumindest solange sie nicht auf der Dark Emergency sind, denn auf der Dark Emergency ist ja bekanntlicherweise quasi nie Netz. Aber das bedeutet, bei mir neigen sich jetzt auch die Vorbereitungen dem Ende zu. Dementsprechend heißt es jetzt Projekt schließen und gepackt habe ich auch eigentlich schon fast alles. Kamerakoffer muss ich noch fertig packen, Laptopkoffer muss ich noch fertig packen, Airsoft-Sachen muss ich noch fertig packen, aber ansonsten ist alles schon so gut wie fertig organisiert. Aber jetzt heißt es erstmal Auto abholen. Freunde, jetzt gibt's Abendbrot. Wir haben uns ja extra noch was eingekauft zum Kochen. Mittags waren wir dann doch irgendwie zu faul bei der Mittagssonne. Mittags haben wir, was haben wir Mittag gegessen? Currywurst Pommes, genau. Und seitdem habe ich Wandstrammeln. Also so ganz vertraue ich dem da auch nicht. Und wir haben noch was ganz Feines. Morgen springen wir in Whirlpool. Wir haben nämlich jetzt Gastzugangskarten für den VIP-Bereich. Vanessa ist auch inzwischen da. Schön winken, so ist gut. Hannes müsste dann auch irgendwie nachher kommen mit Sarah zusammen. Nee, Sarah kommt morgen. Hat Vanessa gesagt. Sarah kommt morgen. Ja, Schule. Oh, die kommt nochmal separat. Ja. Ach du Schande. Auf jeden Fall, wir kochen jetzt was. Wir haben die Wahl zwischen Schwerpsi-Cheese, Spaghetti Carbonara
oder Ravioli? Also kurz gefragt, der eine war mal Student und der andere war mal Azubi. Eins von beiden oder beides. Ohne Witz, Azubi-Zeit von mir, das war meine Mittagspause. Azubi. Azubi, ab zum Rewe gegangen, Ravioli geholt, 99 Cent und dann ab ging's. Genau, also ich werde jetzt aber, glaube ich, werde mir, glaube ich, die Carbonara machen. Da habe ich richtig Bock drauf. Spaghetti Carbonara. Du willst nichts essen oder was? Du sagst, du hast meinen Pott voll gemacht mit deinem Essenskram. Weil du eine faule Sau bist. Ja, und lass mich doch, ich bin noch krank. Du willst jetzt meinen Kocher nehmen oder was? Das kannst du aber abessen. Das ist mein Kocher. Mein Kocher. Ja, gibt's nicht. Ich habe extra vorbereitet hier. Oh, es kocht über. Alter, das wäre jetzt aber fast schief gelaufen hier. Muss ich hier übelst aufpassen. Guck mal, guck das mal an. Das ist eine Spargelsuppe. Ich bin jetzt auch da und ich wurde direkt gefunden. Willkommen im Malwinkel, Hannes. Ja, moin. So, du wolltest mir einen schönen Rundschau geben. Unter anderem. Aber zuerst gebe ich dir was anderes. Sarah heißt du nicht? Danke sehr. Dann schauen wir jetzt eine Runde, oder? Schauen wir zuerst zu deinen Kollegen. Mach mal, ich muss aber erstmal den Blechklumpen hier. Boah, ich hatte noch nie ein Auto, was so schlecht fährt. Wie sagt man? Mit dem Ford fährt man hin und das Fuß geht man heim oder so. Was? Nein, was? Ich hab was? Keine Ahnung. Was? Aber ich bin jetzt vor allem gespannt auf den Effekt, wenn man durch das Tor geht. Ja, das war der Lipo. Oh, oh, das ist I love this guy. Look, give him a cuddle. I want a cuddle. I want a cuddle, bro. What's up, bro? Is this Alex's channel? Your channel? What's your channel called again? ACS. ACS Zootites. Zootites. Make sure you like and subscribe to ACS Zootites. That one. Thank you. Exactly like that. Just arrived. Yeah. No. Oh, really? You're an animal. Do you sleep? No sleep. No sleep. We did that with Umbrella. No sleep, like just caffeine. Do you remember when we was at Julius's apartment? Yeah. And I woke up and he's there still editing at fucking stupid o'clock in the morning, bro. Hannes is grinding. Hannes is grinding. He's a grinder. You're all grinding, right? Right, we're trying. Yeah, but I mean, not at these hours. You're going back to South Africa after this. Yeah. You are a busy man. Yeah. Ich mach das hier für euch. What the fuck is going on? Jetzt willst du mich unterstützen. I don't know. It's Nick. Ich hab damit gerechnet. Aber jetzt auch einen anderen Grund. Oh shit! Look at him! He's famous! Oh, full auto in buildings! Ach ja, das ist da! 64 dpi, 300 dpi! Ah! Du kommst runter! 160! Ah, ist schon schön da. Kann man nichts sagen, oder? Du bist leider zu spät. Du bist leider zu spät, dass du gratis Nimrod Gas im VIP Club abgreifen kannst. Als der Typ, der überhaupt kein Gas hat. Hannes, das beste Gas am deutschen Markt kannst du dir nicht entgehen lassen. Es ist eh nichts mehr da, also Problem gelöst. Das ist der VIP Club hier. Ja. Oh Gott, das sieht richtig traurig aus. Aber schau, es gibt noch ein paar Sticker. Wow! Jackpot! Na? Die Position ist vergelaufen. Ja, okay. Ich kann die Position vom Sektor entscheiden. So, Freunde. Dann sehen wir uns auch mal wieder, wa? Oh, gestern, erstens waren die Akkus leer und die Stimmung war ein bisschen anders, sagen wir mal so. Vielleicht hört man es ein bisschen an meiner Stimme. Guten Morgen, Mädels. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Jungs war. Die hatten sicherlich gestern noch einen interessanten Abend. Ich hatte auf jeden Fall eine ultra erholsame Nacht aufgrund dieses wundervollen Gastgebers dort. Morgen. Oh. Gut. Wird schon gehen eigentlich. Am Abend dann, oder? Meine Güte, was ist denn dieses Jahr für eine Dark Emergency? Jetzt müssen wir uns ja sogar entscheiden, ob wir im VIP-Bereich im Swimmingpool gehen wollen oder hier in den Badeteich. Das ist ein richtiges Luxusleben eigentlich. Ja. Rein in die gute Stube. Gibt's eine kleine Rundfahrt. Da nehmen wir euch jetzt auf jeden Fall mal mit. Die anderen holen noch ihre Schutzbrillen. Alles, du Hund! Professionelles Auftreten. Wir sind jetzt hier im GOF Hauptquartier, ne? Hast du da überall deine oder Vorbereitungsräume? Ach, guck mal, und die ganzen Züge hier. Ja. Echo. Du!
Ich habe eine lange, geile Antenne, Digga. Voll im Kampf hier. Aha, Waffe und Magazin drin. Ich könnte kürzen. Aber Gott sei Dank ist das nicht die einzige Waffe, die wir als Deutsche so an mir antragen. Das kennt man ja, ne? Das Milizdorf. Das war immer unser Ding hier. Alter, hier gibt's Donuts. Das sind keine Spieler. Kann man ganz gut Deutsch, ne? Ja, jetzt lauf mal. Ja, ist ein perfekter Überblick, ne? So, Freunde, inzwischen ist der Abend wieder angebrochen. Es ist laut, es ist viel los, ne? Es war halt bis dato nicht viel zu tun, also nicht viel, euch nicht viel zu zeigen. Deswegen holen wir euch jetzt erst wieder dazu. Es ist wieder viel los, die Liveband spielt. Julius ist eben auch noch gekommen, ne? Umbrella Armory. Ich bin müde. Ja. Wie spät ist jetzt überhaupt? Ja, halb zehn oder so? Ja, eigentlich gar nicht so spät. Gar nicht so spät, aber ich glaube, ich gehe gleich ins Bett, ey. Ich bin einfach müde. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns morgen. Guten Morgen an Tag. Was für einen Tag haben wir überhaupt? Vier. Vier? Okay, Samstag. Letzter Tag heute für uns, beziehungsweise ja, Sonntag hauen wir halt ab. Heute ist erstmal Fotoshooting. Jetzt gibt's erstmal Kaffee. Das Wetter ist, ich find's geil. Ein bisschen Wind und Regen. Die Nacht hat's gestürmt. Ich habe ein Video mit dem Handy gemacht von meinem Zelt von drin. Da dachte ich kurz, war gut, dass ich hier drin liege, weil sonst würde das Zelt wegfliegen, glaube ich. So, wir kochen jetzt erstmal was hier. Also, ein Käppchen, ne? Geh an. Good morning, Vietnam! Hi. Freunde, ist schon wieder Nachmittag. Wir hatten eben noch das Vader Gear Fotoshooting. Also ich glaube, ihr merkt es ja auch. So richtig viel vloggen können wir hier aktuell nicht. Eigentlich sitzen wir nur rum und reden mit euch allen, die uns so besucht haben. Deswegen würde ich sagen, beende jetzt den Vlog hier. Ich denke mal, Hannes wird da was Ordentliches draus geschnitten haben. Schon nur noch aus den ganzen Bildern und so. Er hat ja auch noch ein paar sehr gute Aufnahmen gemacht. Also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Ciao. Dieses Video wurde präsentiert von Nimrod Tactical. So Mädels, das waren 20 zusammenhangslose Minuten von unseren Eindrücken als Aussteller und Gast auf der Dark Emergency 10. Danke an alle, die uns dort besucht haben. Ihr seid schon eine coole Community und wenn ihr uns gesehen, gegrüßt oder an unserem Stand wart, schreibt mal das wann und wo und wie in die Kommentare. Und wenn ihr noch Bock auf zusätzliche 2,5 Minuten krasse Eindrücke von der Dark Emergency 10 habt, schaut mal auf dem Nimrod Tactical YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's einen cinematischen Aftermovie. Bis denn, Antenne. This is a shakedown.